Hier schauen Sie mal, dieser Donald Trump sieht schon ziemlich echt aus, aber da steckt ein echter Galileo-Kopf dahinter. Unser Reporter Haro Füllgrabe. Er hat herausgefunden, mit welchen Tricks und Methoden der beste Maskenmacher der Welt arbeitet, um seine extrem realistischen Masken herzustellen. Danke, Haro. Vielleicht wird es ja die Rolle seines Lebens. Zieh es einfach über deinen Kopf. Ein Spezialist hilft bei der Verwandlung. Kann Haro die Menschen wirklich täuschen? Doch von Anfang an. Haro ist in Denver in den USA. Dort trifft er einen der besten Maskenmacher der Welt. Hey, Landon. Wie geht's dir? Hey, how are you? How's it going, man? Nice to meet you. Schön, dich kennenzulernen. Come on in. Komm rein. Oh, awesome. What are you doing? Was machst du gerade? Ich mache gerade die Haare von Kim Jong-un. Into the top of Kim Jong-un. Landon Meyer hat sich auf super realistische Masken spezialisiert. Drei seiner Exemplare sorgten vor kurzem für Furore. Auf einer Messe lässt der Maskenmacher Trump, Putin und Kim Jong-un zusammen tanzen. Das Video vom Auftritt verbreitet sich rasend schnell. Unglaubliche 68 Millionen Views und mehr als 1 Million Mal geteilt. Die Maske des nordkoreanischen Staatsoberhaupts ist fast fertig. Wie bekommt es Landon hin, dass seine Gesichter so echt aussehen? Das ganze Haus ist eine Maskenwerkstatt. Doch jedes Projekt beginnt unten, im Keller. Zuerst modelliert Landon die Masken am Computer. Er studiert hunderte Fotos, zum Beispiel von Trump, und formt dann eine virtuelle Skulptur des Kopfes. Beim ersten Schritt überlege ich, welcher Gesichtsausdruck typisch ist. Bei ihm habe ich dieses selbstgefällige Grinsen gewählt. Die Form für die Maske druckt anschließend ein 3D-Drucker in knapp 70 Stunden. Und so sieht die Form der Trump-Maske dann aus. Für nur eine Maske braucht Landon mehrere Wochen. Der Aufwand ist enorm. Was für Leute kaufen eigentlich deine Masken? Ich denke, Leute, die das als hohe Kunst ansehen. Das ist es für mich auch. Masken haben einen schlechten Ruf. Dafür muss man ja nur $20 ausgeben. Es ist was Lustiges für Halloween. Aber ich sehe das so, ich stecke da genauso viel Zeit, Aufwand und Können rein, wie die Leute, die die Madame Tussauds Wachsfiguren machen. Nur, dass man das hier eben tragen kann. Landon macht seine Masken aus Silikon. Das Material ist sehr flexibel und fühlt sich fast so an wie menschliche Haut. In den Gewürzgläsern sind Farbpigmente. Daraus wollen Landon und Haro den Original-Trump-Hautton mixen. Ich habe herausgefunden, dass Trumps Hautfarbe etwas fleischig ist. Ein bisschen gelb, ein bisschen orange und überall kommt ein bisschen weiß dazu. Über Trumps Orangenhaut stand schon oft etwas in der Zeitung. Landon und Haro scheinen mit ihrer Mixtur also richtig zu liegen. Eine Geheimzutat. Landon rührt kleine Fäden unter die Masse. Wozu? Kein Kommentar. Ich glaube, ich sag's jetzt einfach mal auf Deutsch, weil er wird mir eh nicht antworten, aber ich glaube, mit diesen Fäden, die er gerade reingetan hat, die auch noch leicht Farbe abgeben, kriegt man so ein bisschen diese Pigmentierung der Haut, leichte Äderchen oder ähnliches. Das getönte Silikon kommt jetzt von innen in die Form. Akribische Handarbeit. Und Haro lernt schnell. Landon färbt die Silikonmasse immer direkt ein. So wirkt die Maske viel echter, als wenn er sie nur hinterher von außen bemalen würde. Nach 45 Minuten ist Haros Werk ausgehärtet. Oh mein Gott, I'm nervous. Ich ziehe jetzt hier gleich echt die Nase von Trump raus. Achtung, und? I'm gonna make you all great again. Die Trump-Maske ist zurzeit Landons absoluter Bestseller. Wir entdecken hier aber auch Boxer Mike Tyson und andere bekannte Gesichter.
Hast du eine Lieblingsmaske? Vom Sentimentalen her würde ich die schreienden Babys sagen. Die sind schon seit fast 20 Jahren Teil meines Lebens. Damit hat alles angefangen. Die schreienden Babys haben Landon in den USA bekannt gemacht. Sie verkauft er für 880 Euro das Stück. Er will Menschen mit seinen Masken verstören. Seit den Internetvideos ist die Trump-Maske sehr gefragt und hat einen ganz besonderen Platz in Landons Sammlung. Ich habe ihn zu meinen anderen Monstern gestellt. Das ist wirklich. Vorsichtig runternehmen. Sei vorsichtig mit den Haaren. Es ist sehr, sehr schwer, es so hinzubekommen. Das dauert 3 bis 4 Stunden. 10 Trump-Masken hat Landon bisher verkauft. Wegen des großen Aufwands kostet eine einzelne umgerechnet 4.800 Euro. Also ich finde das wirklich Wahnsinn, wenn ich mir das anschaue, jetzt hier auch alles, diese Hautrötungen, die Haut, die jetzt wirklich auch nicht so regelmäßig und ganz samtig ist, sondern einfach nur, sie wirkt real. Die Details sind verblüffend, bis hin zu den Poren und Fältchen. Auf dem Kopf Kunsthaar für Perücken. Ob der echte Donald den gleichen Anbieter hat? Was wirklich toll ist bei den Masken, die Reaktionen der Leute. Du weißt eigentlich nicht, worum es bei meinen Masken wirklich geht, bis du nicht eine getragen hast. Ich würde dir also vorschlagen, dass du diese hier anziehst und im Stadtzentrum mit Trumps Gesicht rumläufst. Hey, ich werde als Trump durch die Innenstadt von Denver laufen. Hoffentlich kriege ich keine gescheuert. Ist das abgefahren? Wie werden die Bewohner von Denver reagieren? Kann Haru sie mit der Maske wirklich täuschen? Unser Reporter braucht natürlich noch ein Trump-Outfit. Stilecht. Mit Originalkrawatte aus der aktuellen Trump-Kollektion. Was denkst du? Bin ich bereit? Ja, du siehst genauso schlampig aus wie er. Ich bin nervös. Brauchst du nicht. Sobald du die Maske aufhast, bist du diese Person. Ich habe dir gezeigt, wie man die aufsetzt, oder? Du greifst sie hier und dann ziehst du sie dir einfach über den Kopf. Is it okay like that? You're great, because you're not messing the hair up at all. It's great. No, I'm gonna make you great. Also ich bin jetzt hier drin. Ich habe Luft kriegen ist ein bisschen schwer, aber ich mache einfach immer den Daumen hoch, weil ich kann ja eh nichts sagen. Ne, ihr alle, ihr seid geil. Ja? Die Mehrheit in Denver hat bei der Präsidentschaftswahl für Hillary Clinton gestimmt. Wie wird man hier also auf Donald Trump reagieren? Ungläubige Blicke, zumindest auf die Entfernung, nicht sofort erkennbar. Dann Tuchfühlung. Donald, ich hasse dich. Er sieht genauso aus. Echt, ich dachte kurz, das ist er wirklich. Nein, der echte ist größer. Von nahem fliegt die Maskerade schnell auf. Aus der Entfernung schauen viele aber tatsächlich zweimal hin. Oh. Du bist mein Held. Ich habe vergessen zu sagen, dass man da ein bisschen schwitzt. Ich muss wirklich sagen, diese Reaktion der Menschen, das war Wahnsinn. Du kommst dir wirklich irgendwann vor wie so ein Promi, der durch die Gegend läuft. Bist du ja eigentlich auch auf eine gewisse Art und Weise. Haru posiert im Trump-Kostüm für unzählige Fotos. Auch wenn die Masken nur kurz täuschen, ein Hingucker sind sie auf jeden Fall. Und wann kann man sonst den amerikanischen Präsidenten so anmutig tanzen sehen?